Moin YouTube, hier ist er wieder und wir sind wieder auf der Mello. Ja, wir waren stehen geblieben und wollten hier grubbern. Ich habe schon mal angefangen, ja, ein, zwei Bahnen. Und da machen wir jetzt erstmal weiter. Sehen, dass wir das hier noch ein bisschen umgelegt kriegen. Und dann wollte ich nachher sehen, dass wir noch die Kühe machen, die Mischfutter. Und eventuell noch mal ein paar Kühe dazu holen. Dass wir ungefähr das Doppelte haben, dass wir dann auf 16 sind. Aber wie gesagt, mal gucken, wie weit wir heute kommen. Jetzt erstmal ein bisschen grubbern. So, ich hoffe mal, dass es jetzt vom Ton einigermaßen passt. Ich habe noch mal ein bisschen rumgespielt. Mal sehen, ob es jetzt besser geworden ist. So. Aber ich glaube, wir lassen mal vielleicht den Helfer mal eine Runde fahren, weil dann können wir eben ein bisschen anfangen, ein bisschen Futter zu mischen. Oh, stop it. Das hätte einen Tunnel gegeben. Natürlich klappt das besser. So, mal eben ein Stroh raus. Da schon mal Heu raus. Nein, zwei reichen.
Junge, Junge. Doch, aber schon mal. Hatte vergessen, wie hoch die Kante ist. War ja doch ein bisschen höher. Die zwei Heu. Dann müssen wir noch eine Silage hinterher. Benutzen wir erstmal die alten natürlich. Erst das alte Aufbau. Durchmischen. Durchwischen wir hier auch noch mal ein bisschen. Der aus hier. So, lecker schmeckt so, hat so. Na, können wir da alles rein, ansonsten. Ja, perfekt. Gucken, ob wir gleich noch einmischen können. Diesmal stellen wir die Uhr hin. Aber erstmal einmal sauber machen. Schaufel durch. So, Eckart.
Die Messplatte haben wir noch gar nicht so irgendwo. Hier jetzt einen kleinen Misthaufen. Immer das ist okay. Eine Mistplatte selber haben wir sogar nicht, also müssen wir das ja eigentlich erstmal irgendwo so machen. Oder Baugenehmigung nachschlagen. Brauchen wir mit. Das sieht alles sehr gut aus. Da noch mal ein. Da noch mal zwei. Und dann mischen wir nochmal wieder ein. Der Grubber müsste eigentlich auch schon fast fertig sein. So viel war es ja jetzt auch nicht. Ja, nicht, dass er gleich wieder reinschluckt hier. Heu. Schon. Haben wir noch eine Mischung fertig. Wenn man was nicht reinpasst, können wir uns jetzt zum Glück ins Lager kippen und dann, wenn es da reinpasst, aber dann genau. Und dann für die nächste Mischung, die sie noch benutzen. Ja, was heißt, die ist ja fertig gemischt. Aber für die nächste Fütterung mit benutzen. So. Lage.
Moment. Gucken wir mal, wie viel noch reingeht. Noch ein ganzer Raum? Ne, nicht ganz. Aber nicht schlimm. Wie gesagt, das packen wir uns, wenn es denn passt, ins Leben. Dann haben wir da auch noch mal ein bisschen Notreserve drin. Schwuppelibop. Perfekt. So. Ja, den Futtermischwagen bringe ich dann ohne euch weg. Der kann ja dann wieder zum Händler unseres Vertrauens wieder zurück. Bringen wir erstmal hier an der Seite. So. Und damit, meine Freunde, würde ich sagen, wir gucken nochmal nach unserem Grubber. Hey. So. So, der ist auch fertig, sagt er jedenfalls. Wir gucken nochmal nach. Aber das sieht auch soweit ganz gut aus. Da vorne hat er noch ein bisschen gestimmt. Aber das ist ja nicht so wild. Den Streifen machen wir doch glatt noch eben mit. So, wunderbar. So, meine Freunde. Jetzt aber. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Und freue mich über einen Daumen hoch. Natürlich über einen Kommentar. Und natürlich auch über ein Abo. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns bei der nächsten Folge. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.